herzlich willkommen zurück bei der Firma Manz. Gerade im Moment hätte man genug Zeit, um eigentlich durchgehend zu backen. Es gibt aber fast nirgendwo mehr Hefe. Jetzt hat sich unsere Ernährungsberaterin Frau Barth dazu bereit erklärt, vorzuführen, wie man Wildhefe selber herstellt, damit man auch jetzt noch backen kann. Ja, hallo. Schön, dass ihr hier seid. Ganz spannendes Thema, Wildhefe. Ganz einfach anzusetzen. Übrigens glutenfrei. Also für alle Gebäcke und jeden von euch wirklich ein Tipp. Wildhefe geht ganz einfach. Wir brauchen 4 Zutaten. Wir brauchen Wasser, wir brauchen naturreinen Honig und wir brauchen ungeschwefelte, ich habe Rosinen, man kann jedes ungeschwefelte Trockenobst nehmen. Und die wichtigste Zutat ist natürlich Zeit. Wildhefe braucht sehr viel Zeit. Mindestens am Anfang. Wildhefe ansetzen, gar kein Problem, wenn wir die Zutaten haben. Wir nehmen unser Wasser in ein Glas, das genügend groß ist. Rühren ca. 10 Gramm Honig ein. Besser. Und 80 Gramm Trockenobst, in diesem Fall Rosinen. Mal umrühren, dass sich der Honig schön verteilt. Und dann unsere 4. Zutat, die Zeit. Jetzt wird dieses Glas an ein Sonnenfenster gestellt. Wir brauchen eine Temperatur von 20 bis 27 Grad. Je wärmer es ist, umso schneller geht es. Beim ersten Ansatz kann es auch mal 8 bis 10 Tage dauern, bis sich die Hefe gut gebildet hat. In dieser Zeit jeden Tag 2 bis 3 Mal gut durchrühren. Die Hefe ist fertig, wenn wir ein ganz trübes Wasser haben, die Früchte oben sind und auf diesen Früchten sich Schaum gebildet hat. Es riecht dann auch leicht nach Hefe, es kann auch nach Alkohol riechen. Das ist in Ordnung. Dann ist die Hefe so weit fertig, dass ich damit backen kann. Bedeutet, ich nehme aus diesem Glas die Schüttflüssigkeit raus, lasse noch einen kleinen Teil drin, lasse die Rosinen drin und kann das dann im Kühlschrank aufbewahren, so bis zu einer Woche, bevor ich dann für mein nächstes Gebäck wieder neue Hefe ansetze. Wie mache ich das denn? Kommt das frisch angesetzte Hefewasser mit oder ohne Deckelansfenster? Dieses. Ja. Gut, dass du fragst. Wenn wir hier einen Deckel draufschrauben würden, dann bekäme das Wasser keinen Sauerstoff und es bekäme auch diese Bakterien, die in der Luft sind, nicht. Deshalb nicht mit Deckel verschließen, sondern mit einem Tuch. Verschließen ist auf jeden Fall gut, weil wenn wir da ein Tuch drüber machen, ein Gummi drumherum, dass da nichts passiert, dann kann Sauerstoff und Bakterien rein, aber es können keine Fruchtfliegen rein. Ja? Also in diesem Stadium keinen Deckel. Du hast ja gerade erwähnt, dass man das bis zu einer Woche aufheben kann, dass man es dann nochmal neu ansetzt. Benutzt sich dann nur das restliche Hefewasser oder kommt da noch was dazu? Wenn wir das neu ansetzen, dann haben wir diese Früchte in dem Glas und einen Teil Hefewasser. Das ist unser Hefeansatz. Da füllen wir dann diese Menge an Flüssigkeit dazu, die wir brauchen für unser nächstes Gebäck. Ja. Oder
brauchen für unser nächstes Gebäck und dann wieder ans Sonnenfenster stellen, wieder ein paar Tage warten. Es wird immer von der Zeit her ein bisschen weniger. Also irgendwann reichen euch 2-3 Tage und ich habe eigentlich immer ein Resthefewasser im Kühlschrank zugedeckt mit dem Deckel. Immer wenn es in den Kühlschrank kommt, gut zudecken mit Deckel. Und das nehme ich dann am Abend vorher raus. Dann wird das Zimmer warm und dann kann ich das auch direkt verwenden. Also man kann Hefewasser auf Vorrat machen, hält locker bis zu 6-8 Wochen im Kühlschrank. Wenn ich da dann damit backe, das heißt, ich kann nicht einfach bei einer frisch angesetzten Hefe, wenn ich 1 Liter Wasser brauche und nur 1/2 Liter Hefewasser habe, das dann nochmal direkt auffüllen und einfach reinschütten. Das kannst du schon, nur dann brauchst du unheimlich viel Zeit, bis die Hefe in dem Teig sich entwickeln kann. Also dann musst du den Teig Minimum 24 bis 48 Stunden stehen lassen, wieder bei Zimmertemperatur, also bei 20 bis 27 Grad, damit sich die Hefe entwickeln kann und der Trieb in den Teig kommt. Also deshalb ist es gar nicht schlecht, wenn man am Anfang einfach das immer mal etwas mehr auch anfrischt. Also ich würde, wenn das jetzt fertig ist, das Hefewasser wieder in den Kühlschrank stellen und gleich wieder ein neues ansetzen, dass ich immer Hefewasser im Kühlschrank habe. Kann ich da dann von Anfang an alles damit backen? Also von Herrgottsthaler bis Weißbrot? Man kann alles damit backen. Man kann es wirklich verwenden wie frische Hefe. Nur der Faktor Zeit, den kann man bei der Hefe nicht genau voraussagen, bei der Wildhefe. Also je weniger Bakterien im Hefewasser sind, umso länger brauche ich die Zeit, bis mir der Teig geht. Also da wirklich nicht verzweifeln, dann einfach stehen lassen. Es kann tatsächlich mal 2 Tage dauern, bis der Trieb dann tatsächlich kommt. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir, das war auf jeden Fall eine große Hilfe. Das ist super, dass du uns das jetzt gezeigt hast. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss.